Heiltränke, Pflanzen und Nahrung können die Lebensenergie zurückbringen. Schade, ich wollte auf den Bums schlürfen. So, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Woche und damit einer neuen Folge Riesen großer Spielspaß. In der letzten Folge haben wir endlich, ne, ich habe Kommentare gelesen, haben wir endlich das super Schild gefunden, was rumgeschimmelt ist in meinem Inventar. Tut mir leid, ne, ich erkläre es ja seit 1000 Jahren, dass ich Kommentare erst lese, wenn die Folgen durch sind, damit ich darauf reagieren kann in der nächsten Aufnahmesession. Ich nehme ja mal gleich 4 Folgen auf. Dementsprechend habe ich auch mitbekommen, dass ihr unbedingt Fred dabei haben wollt. Jetzt habe ich den letzte Folge geopfert quasi, aber wir können ja einfach wiederholen den Fred. Ich hoffe, er heißt dann auch Fred. Das wäre übel sad. Das wäre übel sad, würde der jetzt auf einmal Aurelio heißen oder so. Naja, des Weiteren, soll ich bitte meinen Akrobatikring benutzen, wenn ich von gewissen Höhen runterfalle, was ja Sinn macht. Ja, aber da denke ich halt nicht immer dran. Ich habe 1000 Sachen im Kopf. Risen ist ungefähr so ein kleiner Anteil von so einer Liste, woran ich denken muss. Aber, und dann nochmal so ein kleiner Anteil von Risen ist der Akrobatikring. Aber ich versuch's. So. Also, als erstes beschwören wir Fred. Und ich hoffe, es ist Fred. Go! Da ist er. Ja! Hatte er nicht letztes Mal ein Schild? Nee, ne? Haben gesagt, das ist einfach der namenlose Held von Gothic 3. So. Gib auf dich acht. Ja. Ach so, was soll man jetzt machen? Edric braucht einen magischen Kristall. Woher soll man den nochmal holen? In seiner Truhe. Ach ja, genau. Ich soll seine Truhe looten. Der Idiot hat mir den Schlüssel gegeben. Räum mir mal auf, Mann. Deine Hütte sieht's aus. So, benötigt magisches Geschoss. Aha. Na gut, so. Hier hast du. Ich habe einen von den Kristallen, die du wolltest. Gut, aber denke daran, er wird bei dem Ritual seine Magie verlieren. Wenn du ihn noch anderweitig brauchst, solltest du noch mal losgehen. Hier hast du einen Magiekristall. Sehr gut. War's voll wichtig. Die Magie dieses Kristalls wird uns helfen, die beschädigte Scheibe zu heilen. Ja. Ja. Wie geben wir dem Kristall seine Magie wieder? Dazu bedarf es eines alten Rituals an einem besonderen Ort. Worauf warten wir dann noch? Bevor wir damit anfangen, muss ich ein paar Dinge mit dir besprechen. Ach, es kommt wieder Ehekrise, ey. Immer, Eldrick, immer das Gleiche. Was gibt es so Wichtiges zu bereden? Du hast mir das Leben gerettet und ich stehe in deiner Schuld. Deshalb werde ich dir helfen. Aber du lässt dich mit Kräften ein, die du womöglich nicht verstehst. Die niemand von uns wirklich versteht. Ich hab Fred. Bevor du etwas Unbedachtes tust, möchte ich, dass du zu mir zurückkehrst und berichtest. Mir juckt die Nase. Was denn berichten? Was meint er denn überhaupt? Was ist, wenn ich nicht genug Zeit habe? Die Geheimnisse des Berges schlummern seit über 1000 Jahren. Ein paar Tage mehr oder weniger werden keinen Unterschied machen. Bevor wir handeln, müssen wir wissen, was hinter dem Tor ist. Ah. Du musst für mich in die Tiefen des Berges hinabsteigen und herausfinden, was es dort so Schützenswertes gibt, dass man den Eingang so gut versiegelt. Ah. Entweder ist es sehr mächtig, gefährlich oder wertvoll. Finde es heraus und berichte mir. Es muss dort Aufzeichnungen geben. Die musst du finden und studieren. Okay, das heißt, ich kann entweder dem Inquisitor folgen oder wahrscheinlich Eldrick. Die mögen sich ja nicht, aber sind ein bisschen voneinander abhängig, beziehungsweise Inquisitor von Eldrick, aber jetzt ist Eldrick mit im Boot, weil er mir sein Leben verdankt und, und. Okay. Also Double Agent wieder mal. Lass uns den Kristall aufladen. Gut, aber das können wir nicht hier machen. Folge mir. Ja, oh, bestimmt da dieser tolle Altar mit den Pilzen rum. Die habe ich schon weggesammelt. Mir nach. Sah scheiße aus. Muss doch mal Unkraut jäten da. Eldrick, Alter, mir juckt die Nase gerade. Das ist doch echt... Der Pollenflug schon langsam los? Ich hoffe, ich krieg Risen vorher fertig, weil ich hasse das auch selber. Also, ich liefere da noch so eine Scheiße ab. Halt! Was ist das hier für ein Ort? Weil ich so verschnuppert bin. Das ist ein Platz von groß... Ja, lass hätte ich nicht gedacht. Mit dem Ritual. Ja. Jetzt kommt einfach so ein Gesang von dem Priester aus Age of Empires 1. Ha, 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 ha.
Es ist vollbracht. Und? Was ist mit der Scheibe? Hier, sie selbst. Sie ist wie neu. Danke. Dann werde ich die Scheibe zum Inquisitor bringen. Tu das, aber vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Sei besonnen und berichte mir, bevor du eine folgenschwere Entscheidung triffst. Viel Glück. Ich hab's versprochen jetzt, aber warte mal, ne? Aber warte mal. So, wir müssen aber, bevor wir zum Inquisitor gehen... warte mal, ich habe ein TP hierhin. Wir machen Folgendes. Wir gehen wirklich zur Vulkanfestung. Nee! Warte. Nummer 9. Tschüss, nabbelnd, alter Knabe. Verstehst du? Knabe, so heiße ich ja auch. So. Oscar. Und eventuell kann ich auch mal langsam wieder mit Dingens reden, oder? Mit dem Don. So, ich brauche eine Waffe, Junge. Oh, Echsenschwert zeigen? Cool. Hast du so ein Schwert schon mal gesehen? Sieht seltsam aus. So ein Material habe ich noch nie gesehen. Ist aber bestimmt keine schlechte Klinge. Kannst du sonst noch was dazu sagen? Hör mal, die Jungs hier achten ziemlich darauf, wie ihre Waffe aussieht. Und mit so einem Ding wird hier keiner rumlaufen. Ich habe einfach keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Da musst du dir wohl jemand anders suchen. Okay. Gut, jetzt gib mir aber eine fette Axt, Junge. Nee, ach ja, es war der Kriegshammer, ne? So billig? Also, ich dachte, ich habe viel, viel mehr. Na egal. Ja, dann, das ist der stärkste, oder? 96 Schaden, jo. Einmal bitte. Gut, dann, ich verkaufe mal nichts, weil ich gerade keine Geldprobleme habe. Ja. Das passt so. So, das Upgrade ist jetzt von 72 Schaden. Ach, das ist genau nehmen. Auf 96. Aber ich muss noch Stärke lernen. Stärke lerne ich. Ich glaube drin. Was geht bei dir so? Bist du irgendwas Neues? Warst du schon mal in einer der Ruinen? Ich? Nein, da kriegen mich keine 10 Oger rein. Die sind voll. Halt dein Maul. Tschüss. Oh, Beppo, deine Mutti, ne? Du ich weißt wünsch, es. Du weißt es. So. Ich glaube, er hier, der Fincher. In den Ruinen sterben sie doch wie die... Jawohl. Wie viel Stärke habe ich denn? Ich will stärker werden. Weit! Wie viel Stärke habe ich? Stärke. Ja, ich brauche noch 5. Kannst. Oder? Nee, waren es nicht sogar mehr? Waren es nicht sogar... Brauchte ich nicht sogar 90? Nö. Putz. Riesenhammer. Hoho! So. Du wirst das schon. Was skillen wir jetzt? Hm? Ich würde vorschlagen, Axtkampf, oder? Die Armbrust ist so useless. Ich komme so gut zurecht mit nur Nahkampf eigentlich. Es sind ja auch nur noch 4 Level. Wie viele Lernpunkte habe ich? 3? Ich würde mal... Was macht denn der nächste Punkt, ne? Konterparade können deine Gegner verletzen. Ah, okay. Ich speichere erstmal. So, das ist jetzt schon mal eine gute Errungenschaft. Was geht bei dir? Wir lass dich nicht aufhalten. Okay, dann Axt, Junge. 10 Lernpunkte. Zeige mir, wie ich... Bla bla bla. Das brauchen wir nicht wissen. So, was wäre jetzt das nächste Level? Schläge mit Waffen aus der Kategorie Axt sind schneller. Ich wollte auch nochmal Alchemie lernen. Alchemie. Warte mal. Wir können mal ein bisschen probieren. Geh mal da weg, du Seppel. Komm, geh mal weg. Alchemie 3 für permanente Tränke, ja. Guck mal, hier. Achso, warte mal. Bevor ich... Fläschchen 43. Heilkraut. Wein. Okay, ich lerne jetzt mal Stufe 2. Was? Für 5. Bring mir was. Einige Pflanzen sind mit der dir bereits bekannten Methode nicht zu verarbeiten.
Sie müssen filtriert und frittiert. Ein weiteres Mal aufgekocht werden. Dann erhältst du häufig stärkere Tränke. Pommes. Tu dir eine Pommes hin dran. Komm, ich mach auch direkt Stufe. Ich möchte mein Wissen über die Alchemie vertiefen. Du musst sie frittieren. Ich zeige dir, wie du Tränke destillierst. Und was habe ich davon? Ein Destillat ist viel reiner als ein einfach gefilterter Trank. Es enthält keinerlei Fremdstoffe, die die Wirkung abschwächen. Alter, warum muss ich denn so... Viele Tränke, die deine Eigenschaften permanent ändern, erfordern die Destillation. Ich stelle mir vor, wie er da so Sachen frittiert und die dann in die Pulle tut. Zu den normalen Tränken, damit es dann die besseren werden. Frittierte Marshmallows sind übel lecker. So. Nee. Cormac, weg da. Ey! Weg. Jawohl. Das klappt hier wenigstens. Bei Gothic 2 war das Problem. Ah, ich brauche Rezepte. Zeig mir. Da. Für einen starken Heiltrank. Ich kaufe. Brauche ich ja. Komm, immer her. Permanent Leben. Oh, okay. Permanent Stärke habe ich schon. Oh, ja, Berserker. Warte, ich brauche Levitation. Das wäre nice. Einmal zumindest. Das wäre doch nett. Oder ich nehme mal zwei. Ich habe ja Geld. Ich bin ja gerade flüssig. Berserker habe ich noch, oder? Da muss ich auch immer mit haben. Nur ein. Oh. Ich nehme mal noch einen. Cool, ich habe ja Geld. Kann ich auch direkt handeln hier. Zack. Und weg. So, und jetzt? Ich könnte davon 6 Stück erschaffen. Habe ich gerade gesabbert? Bitte nicht zurückspulen angucken. So, ich könnte davon... Holy shit, ich könnte 10 Stärketränke brauen. Heldenkrone braucht man dafür. Heldenkrone. Muss ich mir merken. Heldenkrone. Ja, genau. Das ist so wie aus den Gothic-Teilen Kronstöcke. Okay, was bräuchte ich bei denen? Die geben mir 300 Leben. Wäre es nicht schon worth herzustellen? Ja. Die Ruinen sind einfach. Okay, da unterscheidet sich quasi nur Heilkraut zur Heilpflanze zu Heilwurzel. Stell ich mal von denen hier 10 her, ja? Wie viele? 10? 20? 10! Oder noch mehr? Nein! 10! Ich gehe dem Ärger lieber aus dem Weg. So, das bisher immer. Gute Arbeit. Ja. So, nochmal 10 von denen. Irgendwann geht das. War eine gute Entscheidung, doch noch nicht Axt noch ein Level zu geben, weil. Schneller schlagen ist wahrscheinlich übel gut. Alter, jetzt hör mal auf da. Aufhören! Fertig. So, jetzt brauche ich Wein. Oh. Wein braucht man auch immer für Tränke. Hast du Wein? Wahrscheinlich eher bei. Und Tatsache. Hier, zack. Ballern. Fläschchen auch mal ein paar. Hier, zack. So. Wasser. Hab ich, oder? Braucht man Wasser für Tränke? Ich guck's mir gleich mal an. Heldenkrone hast du nicht, ne? Nee. Wahrscheinlich kann man Pflanzen entweder echt nur bei wirklich Alchemisten kaufen. Ja, für die braucht man auch Wein. 10 Stärketränke. Holy shit. So. Das hätten wir. Ja, dann gehen wir jetzt zur Vulkanfestung. Reden mit... Tiefe Gewässer sind tödlich. Reden mit Mendoza. Eldrick wurde von Echsen gefangen. Echsen? Was für Echsen? Echsenmenschen mit Schwertern und Rüstungen. Mir ist egal, wer sich mir in den Weg stellt. Weißt du noch mehr über sie? Ja, die haben Schuppen. Eldrick sagt, dass die Echsen einst über die ganze Welt herrschten. Das ist es also. Sei es, wie es will. Jetzt herrschen wir über diese Welt. Und was immer diese Bastarde auch vorhaben, ich werde es vereiteln. Ja. Was ist? Okay, der ist echt ein... Eieieiei, ne? Der ist ein bisschen... Bisschen schwierig, der Junge. Also ich würde jetzt nicht gerade mit ihm in den Untergang ziehen, ne? Würde ich eher mit... Weiß ich nicht. Mit Marcel machen. So, komischer Vergleich, aber... Mit Mendoza oder Marcel? Mit wem willst du... Ach, ist doch egal. So, folgendes. Mir wurde ein Tipp gegeben, aber der war schon wieder extrem spoilerlastig. Spoilerlastig, nicht... Jedenfalls war das vor ganz vielen Folgen so.
Ich soll mir die Bibliothek nochmal genauer angucken. Und hier ist bestimmt jetzt Scene oder so? Nee? Dann hier. Ja, ist natürlich. Aber die Frage auf der anderen Seite ist auch, wäre ich hier jemals wieder hingekommen? Wahrscheinlich nicht. Von daher bin ich jetzt mal nicht super sauer, aber generell Spoiler natürlich Bunworthy auf meinem Kanal. Deswegen Magie hat der Junge auch nicht übel ins Gesicht. Wobei, es war ein ganz smarter Spoiler. Also irgendwie, also an deiner Stelle hätte ich mir die Bibliothek nochmal genauer angeschaut. So. Mal von vorn. Magie wirkt hier nicht, ey. Abgebrochen. Oh, Dietriche kaufen wir auch. Geschafft. Huah! Was haben wir denn hier? Schlüssel. Okay. Hm. Interessant. Alter, wie viel Weisheit habe ich eigentlich inzwischen? 75? Ich habe bestimmt noch Steintafeln, oder? Ah, ich muss die Werkzeugbeutel auch noch abgeben von dem Gnomen. Ja, anscheinend habe ich keine mehr. Oh, und? Die hier, ne? Ah, nee, nee, nee. Ich hab nicht gelesen. Ah, das wollte ich mir aufheben. Ja, das wollte ich mir. Ja, 100 Pro hier, oder? Nee. Das wollte ich mir Magie aufheben. Magie wirkt hier nicht. Schaut es euch nicht an. Werdet ihr gespoilert. Magie wirkt wahrscheinlich. Nicht. Also ist meine Vermutung, deswegen. Ach, wegen diesen Kackkristallen hier? Das war doch dieses Schriftstück, was ich bekommen habe. Bei einem. Beim Patroskom, von dem ich übrigens auch das Schild habe, ist mir aufgefallen. Wie Magie wirkt hier nicht? Mach auf jetzt. Ah, da oben. Guck mal. Was hier mit dem Kristall? Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Oh, ich brauche eine Fackel. Ui. Ja, also mein Plan war da ja, nochmal um drauf zurückzukommen. Nochmal von vorne. Ich will erst alle Burgherren töten. Ich habe das ja quasi geskippt. Dann will ich zu Marvin gucken, was rauskommt. Und dann soll ich wahrscheinlich Patroskon killen, den Anführer der Burgherren. Um dann das Schriftstück zu lesen. Und das würde ich jetzt voreinnehmen, deswegen mache ich das nicht. Also meine Vermutung, ne? Auf der anderen Seite wäre das auch ein bisschen undurchdacht von der Quest her. Aber ich habe schon einiges erlebt in RPGs, von daher. Und nochmal. Ja, Alter, wer da war. Nochmal von vorn. Entschuldigung. Wer sagt's denn? Ja, deine Mutti. Was ist da für ein Crap drin, Alter? Das ist eine fucking Schatztruhe. Kann man auch nichts mehr drauf geben, ne? Was ist hier jetzt? Darf ich hier zaubern? Magie wirkt hier nicht. Anti-Magie-Zone. Kann ich den hier kaputt hauen? Oh, hey, Junge. Ja! Gib dir. Oh, lol. Na gut, weil hier ist noch eine Tür. Aber ich sehe nichts mehr zum Abballern. Vielleicht hier in dem Raum? Hier die Kerzen wegböllern. Irgendwie mit als kleine Nautilus-Schnecke hier kriechen. Aber Magie wirkt hier nicht, deswegen wäre das. Guck mal, er führt sogar was in die Wand, ey. Deswegen wäre das ein bisschen dumm. Warte, hier war noch ein Henkel. Nein, gehe ich mal weiter. Mal gucken. Vielleicht findet man ja noch was. Hier ist auf jeden Fall eine Tür. Das war wahrscheinlich der Schlüssel für die Tür hier. Oh, lol. Ich speichere mal. Alter, wo sind wir denn jetzt? Das ist unmöglich. Unmöglich, sagst du? Aber wo bin ich denn hier, ey? Interessant. Als Magier wäre das hier richtig nice, oder? Richtig geilo. So, jetzt könnte Feindkontakt wahrscheinlich. Ich sehe übel wenig, ey. Ist ja krass hier, ne? Muss ich sagen. Ist krass. Ach, und nochmal. Geht doch. Nice, endlich mal. Oh, nice. Ein paar Zaubersprüche. Nur das hier ist Telekinese, aha. Über Telekinese. Das interessiert mich nicht eigentlich. Ne? Telekinese. Ja, das weiß ich. Das weiß ich alles. Hier kann ich durchkrabbeln. Aber hier kann ich Telekinese haben. Ja. Zappelphilipp. Lol, instant weggemacht. Ich Vollidiot. Was ist das denn hier? Ist das
Oh lol. Hui. Ah, okay, jetzt bin ich hier. Gut. Hätten wir das geklärt. Da kann ich als Schnecke durch. Muss ich mir merken. Ich nehme mal die Fackel mit. Was fällt mir ein? So. Bap, bam. Bap, bam. Oh. Lol. Das war Miroslav. Die Kunst der Levitation, ja, tangiert mich peripher. Nochmal von vorn. Der Dietrich ist hin. Der Dietrich ist abgebrochen. Jawohl. Ja, die vier Schlosskombinationskacke regt mich übel auf. Übrigens, was ich mal machen kann. Ne? So, Levitation. Dann komme ich da wahrscheinlich unbeschadet runter. Soll ich das gleich mal als erstes machen? Nee, erstmal weiter gucken. Guck, guck. Ich klicke mal hier alles an. Vielleicht Geheimgang. Yay. Nee, bei den Magiern ist das ja echt am krassesten. Na gut, dann fliege ich da jetzt mal runter. Nein, du sollst sie runterschmeißen. Sehr schön. So, ich komme jetzt runter. Fred wartet. Lol, wo ist der eigentlich? Oh mein Gott, weil ich mich rumteleportiere. Ich hab gar nicht mehr auf den geachtet. Holy shit. Der Arzt wahrscheinlich gerade über die ganze Map teleportiert. Wird der nicht mitteleportiert? Ach du Kacke. Interessant. Dann kann ich den gar nicht dauerhaft dabei haben, weil ich gar nicht so viel Spruchrollen habe. Ich müsste den Zauber lernen. Und nochmal von vorne. Vielleicht mache ich das einfach. Wäre doch cool. Der Dietrich ist hin. Das wäre echt cool. Oder? Nochmal von vorne. Ich meine, ich weiß ja mit dem Mana-Tränken eh nichts anzufangen. Geht doch. Habe ich denn noch alle Mana-Tränke aufgehoben oder hatte ich die schon verkauft in anderen? Nö, ich habe die alle noch. Beziehungsweise ich kann sie auch herstellen. Also ist ja alles kein Ding. Müsste mich mal informieren, was man dafür alles braucht. Theoretisch. So, was haben wir hier? Na, Band. Ein Buch. Schön. Lese ich mir nachher durch. Schlösser öffnen. Wahrscheinlich für die Tür hier, wa? Warum lässt du die denn immer fallen? Du brauchst doch nur eine Hand. Oh, auf. Ja, haha, ah, hier. Richtig schwere Rätsel, muss ich sagen. Oh, da ist eine Antimagie. Ah, jetzt bin ich hier. Man, von wo kam ich? Von da oben. Der Text handelt von magischen Sprüchen. So, da oben war jetzt noch Nautilus-Zauber. Hm. Interessant. Junge, jetzt schmeiß die nicht mal weg. Oh, jetzt, oh, Buchständer des Todes. Er als Magier würde ich mir jetzt, glaube ich, richtig einen drauf freuen. Von magischen Sprüchen. Das ist ja so viel Weisheit, was man hier bekommt. Hier steht etwas über Magie. Ach so. Das ist natürlich was ganz Bedeutendes. So, was haben wir hier? Hier ist ein Ring. Oh, Geheimgang. Lass mir ja echt nichts Neues einfallen. Hier. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Ah! Ah! Junge! Oh, lol. Komm ran. Okay, das war krass. Okay. Es war einfach nur ein Raum mit dem Skelett. Hm, interessant. Wie fackel das aus? Hol eine neue raus. Los! Tu, was ich dir sage. Der Text hat Alter, holy shit! Wie viel Weisheit! Ich bin weise jetzt! Interessant. Ey, ohne Witz, wenn man Magier ist, ist das ja hier übel krass. Und nochmal. Ich wette, drei nach rechts, zwei nach links. Ha! Ha! Geschafft. Ja. Wie bei den Großen habe ich... Oh, lol, hier ist noch einer.
Ermöglicht das Beschwören von magischen Geschossen. Genau den gleichen hatte ich da eben. Na gut. Ja. Gut. Schön. Hier ist noch ein Ring. Nicht? Okay. Dann jetzt Nautilus. Ich habe 100 pro hier 1000 Sachen übersehen, ey. Das sind bestimmt richtig viele Geheimnisse. Oh. Schöner Stern, klarer Himmel. So. Dann machen wir mal die Schnecke. Das ist meine geheime Kampfform. Da. So. Aha. Abraxas! Ja, kannst aufhören. Ja. Hörst du? Ich kann rollen. Das ist Metroid Prime, Alter. Holy shit. Aber ich will jetzt gerne aufhören. Ah, mittlere Maustaste. Okay. Kristallkugel der Verwandlung. Okay. Die war nicht mal verschlossen. Okay. Der Nautilus, ja. Tangiert mich, Periphe. Was haben wir? Hier ist jetzt... Oh, ich sehe wieder nichts. Ja, da komme ich da runter. Und hier, was ist das hier? Ich habe Angst, ich speichere. Okay, Verwandlung. Ah, dann komme ich da zurück. Nein. Nee, warte. Ja, wow. Was ist das hier? Wo stehe ich hier drauf? Das hat eine Bedeutung. Warte mal. Das ist 100 pro irgendwo noch ein Geheimgang. Hier das Bild. Die Fackel. Buch. Buch. Leuchter hier. Kacke. Warte mal. Offenbare dich mir. Du auf der anderen Seite ist auch oben was. Wie komme ich da hin? Oder war ich hier schon? Ich war hier schon, ne? Ja. War's das? Oh, fuck. Hä? Da oben ist eine Kristallkugel der Verwandlung? Loi, was? Liegt dir. Hab ich die jetzt? Lol. Das ist das, oder? Nautilus-Verwandlung. Skelett. Oh, guck mal hier. Rune. Lästige Beine eines alten Kriegers. Das, ja, ja. Lässt Fred auferstehen. Benötigte Siegel 3. Benötigtes Mana. Am Schreibpult kannst du mit folgenden Zut Knochen. Leere Spruchrolle. Benötigt schriftvolle Herrscher. Benötigt Siegel. Woher kriege ich Siegel? Oh mein Gott. Muss ich nochmal mit den Leuten hier reden. Ne? Aber das wäre vielleicht echt eine. Und so Berserker vielleicht als Rune. Wobei, die paar kann ich auch kaufen. Aber Fred, den müsste ich ja sau oft kaufen. Lol, da lag da oben im Regal erstmal so ein Ding rum. Holy shit. Mir ist das noch nicht ganz geheuer. Ich glaube, hier ist noch mehr. Zum Beispiel hier. Ich meine. Ne? Ich klicke hier einfach. Was war das jetzt? Gerade irgendwas genommen. Okay. Und vielleicht kann man mit der Nautilus-Schnecke hier irgendwo runterrollen. Und kann hier nochmal irgendwo durch. Hier ist zum Beispiel das Kraftfeld, ne? Ja. Aha. Ne? Hier ist schon wieder so ein Teppich-Scheiß. Genau, das Kraftfeld-Ding. So, wie komme ich da hin? Habe ich den Zauberkraftfeld zerbumsen? Ich glaube nicht. Doch, da, klar. Jo, Abfahrt. Speichern. So. Und das, meine lieben Freunde,
machen wir in der nächsten Folge. Ciao.